Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Wild Flowers. Und wir haben uns am Ende des letzten Partes gerade hier reingeschlichen, um zu gucken, ob es hier irgendwas zu entdecken gibt, was vielleicht für den Hexenprozess von Relevanz wäre. Eine alte Busfahrkarte. Warum hebt man die denn auf? Mal mitnehmen. Parkers Busfahrkarte, okay. Sonst noch irgendwas hier, was wir brauchen können? Was Sinn macht? Kleber? Ein Hammer? Ja, Angus schleicht draußen rum. Ja, also sonst scheint das gerade nichts anzuzeigen. Wobei, da ist auch noch ein Himmelchen. Naja, gut. Wir gehen weg, ohne dass uns da jemand bemerkt. Also die erste Sache haben wir schon mal. Ich glaube aber, wir müssten noch mehr finden. Na gut. Wir waren ja auf jeden Fall im letzten Part sehr, sehr fleißig. Wir waren in der Mine, wir waren oben bei Giver, haben ein bisschen Holz gesammelt, haben gebuddelt, haben geangelt und sonst noch was gemacht. Hey Juliet, was machst du denn um die Uhrzeiten hier? Schon ein bisschen spät abends, du. Nie im Leben ist Giver eine Hexe. Wie kann Parker das nicht erkennen? Wenn ich für ihn mal Emmy und Finn babysitten soll, spucke ich in alle Schachteln mit seinen Lieblingsmüslis rein. Was? Oh Gott. Ja, ich kann sie ja irgendwie verstehen. Ich wäre auch echt stinkig. Ah, naja. Da denkt man, man kennt sich, ne? Und dann passieren da solche Dinge. Nun denn, wir müssen mal gucken. Ich muss irgendwie aber, glaube ich, noch was zu mir nehmen. An mir nehmen. Ich habe nicht mehr viel Dings. Popcorn wäre doch mal eine Idee. Na komm, essen Popcorn. Das ist nicht allzu dolle, aber das sollte reichen, um Blumen gießen zu können. So. Und ich brauche ein bisschen Magie. Magie. So. Was haben wir denn da? Mondblume. 1, 2, 3, 4. Oh, genau. Dann sind wir wieder voll. Gut. Dann gehen wir jetzt erstmal. Nee, ich gehe erst oben in die Dämmerung. Dann habe ich das erledigt. Sonst bin ich nachher so K.O. und so durcheinander und vergesse vielleicht wieder vor lauter irgendwas, was ich erledigen will. Und das bringt mich ja dann auch nicht weiter, ne? So ist das. Genau. Erstmal wieder schön alles gießen. Damit es wachsen kann. Neue Blümchen haben wir schon gekauft. Diese Anemonen, die sind ja wirklich für vieles gut, wie ich bemerkt habe. Die kann man wirklich dauerhaft brauchen. Ja, müssen wir mal gucken. Okay, nächstes. Hier hin. So, komm mit. Wir gehen gucken. Ich brauche immer noch das da. Das olle Wollkraut. Ja, 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 ist gut. Lass los. Ist ja gut. Ich glaube, bei dem Zapfhähnen muss ich nicht vorbei. Da stand 5 Tage braucht das. Wir haben ein Rekord-Ernte-Ding draufgegeben, also insofern dürften wir mehr ernten als, ja. Aber, da muss ich jetzt nicht dauernd lang, denke ich mal. Das ist ja nicht wie Blumengießen. Also fangen wir hier den Fisch, gehen nochmal. Und das war's dann. Ja. Dann haben wir alles gemacht, was wirklich wichtig ist. Auf der anderen Seite gibt's nichts mehr. Genau. So. Und dann gucken wir mal, was uns Shelby jetzt zum Dings von Parker sagt. Hallo, Wahrsager, ich habe nur diese verblasste Fahrkarte gefunden. Sie ist 10 Jahre alt, deswegen steckt die jetzt in so einem Riesenbeutel drin. Na dann guck mal. Parker sitzt an einer Bushaltestelle in der Stadt. Er bemerkt eine schöne blonde Frau neben sich. Oh nein,
Sie wird ohnmächtig, fängt sie auf, bevor sie zu Boden fällt. Ihre Augen öffnen sich. Sie sagt, ich habe gesagt, das ist so peinlich. Ich habe wohl vergessen, heute etwas zu essen. Oh Gott, wie süß! Ist sie ihm in die Arme gefallen, quasi. Das habe ich ihm gesagt. Aber so war es nicht. Tja, das war wohl schon die erste Lüge, ne? Ich hatte mit der Hohepriesterin eines Hexenzirkels aus der Stadt trainiert. Einer meiner Zaubersprüche ging ein wenig schief und deshalb bin ich ohnmächtig geworden. Ich habe nie wirklich darüber nachgedacht. Aber das Erste, was ich je zu Parker gesagt habe, war eine Lüge. Autsch, das tut weh. Und seitdem habe ich ihn immer wieder angelogen. Ja. Er hat die Fahrkarte die ganze Zeit aufgehoben. Ja, sie ist ihm wohl einiges wert, die Fahrkarte. Das ist schon heftig, oder? Wenn man sich das mal so vorstellt. Ich habe mir immer Mühe gegeben, meine Rolle im Hexenzirkel und mein Privatleben zu trennen. Vielleicht war das ein Fehler. Aber diesen Fehler kann ich nicht mehr wieder gut machen. Ja, vielleicht ist das wirklich so ein Fehler. Man muss manchmal... Also zumindest denke ich zu den Leuten, mit denen man eng verbunden ist, sollte man vielleicht manchmal mehr Vertrauen haben. Violet sagt immer, dass ich mich nicht in die Luft jagen werde. Aber das kommt nur daher, dass sie schon so gut ist in allem. Ja, vielleicht. Amira, hast du was zum Erzählen? Amira? Danke. Irgendwie hänge ich. Francis bringt mich zum Lachen. Jedes Mal, wenn er einen neuen Trank ausprobiert, fragt er sicherheitshalber bei mir nach, damit er sich nicht vergiftet. Ja. Wir sollten ein Schild aufstellen, auf dem steht, auf dieser Existenzebene sind Geister nicht gestattet. Ja. Können Geister lesen? Keine Ahnung, aber sie werden schon spüren, was wir von ihnen wollen. Meinst du? Ach, wenn das so einfach wäre. Was hast du noch zum Helden? Es ist verrückt, dass Francis offiziell einer von uns ist. Er sorgt immer für gute Stimmung. Ja, das freut mich. Und was ist mit mir? Über mich wird gar nichts mehr. Parker hat daran gearbeitet, Wahrsager. Meinst du, dass es dir etwas verrät? Stimmt, wir hatten ja von ihm was geschenkt bekommen. Mensch, bin ich doof. Das hatte ich komplett vergessen. Dann lass uns doch gleich mal gucken. Was erzählt das Teil? Parker verbringt viel Zeit mit Schnitzen. Das ist seine Beschäftigung, wenn er über was nachdenken will. Er will Erinnerungen sortieren, die keine Erinnerungen sind. Vielleicht sind es nur Träume. Er weiß es nicht. Er glaubt, dass er Lina in einem Umhang gesehen hat. Aber das macht für ihn keinen Sinn. Das muss ein Traum gewesen sein. Das war kein Traum. Er hat mich gesehen. Es ist schon Monate her. Ich habe einen Erinnerungszauber auf ihn gewirkt. Ich hatte einfach keine Wahl. Wisst ihr? Ich hatte keine Wahl. Oh, Lina. Urteile nicht über mich, Tara. Ich habe getan, was getan werden musste, um uns alle zu beschützen. Ja. Ich werde diese Gegenstände nehmen, Novizin. Diese Bürde muss ich tragen. Ich werde die Zauberformel vor Givers Prozess fertig haben. Aber so oder so wird das nicht das Ende sein. Das ist mir jetzt klar. Vergiss mal nicht. Aufgabe abgeschlossen. Hurra! Na cool. Und, hast du noch was zu sagen? Außer, dass ich auf mein Heiligtum aufpassen soll. Gut, dankeschön. Ja, also das war ja jetzt wieder mal sehr interessant, ne? Also, jetzt haben wir noch 6 Tage, bis der Prozess stattfindet. Das Zeug müsste dann auch fertig sein. Und hier müssen wir den Stein ins Rollen bringen. Und wir brauchen morgen möglichst Francis in seinem Laden. Und er müsste am besten Perlen verkaufen. Ansonsten muss ich noch mal so eine Sturm beschwören. Die Fähre ist ja schon kaputt. Die kann nicht noch kaputter gehen, oder? Hi, Angus. Ich war hier überhaupt nicht. Und schon gar nicht war ich im Parkers Werkstatt. Kein bisschen. Das hast du nur geträumt. Da läuft Juliet rum. Na gut.
Was soll's. Dann schauen wir mal. Haben wir denn hier noch irgendwas Interessantes? Nö. Was kann man denn hier so alles herstellen? Lass mal gucken. Amethyst-Silberkette. Ein glitzernder Amethyst an einer silbernen Kette kann an der Metallwerkbank hergestellt namens Francis verkauft werden. Aber was bringt mir das? Also, ich habe selber gar keinen Vorteil von den Sachen, die ich hier herstellen kann. Ich kann die, wie gesagt, dann nur verkaufen. Okay. Aber. Ja, okay. Also. Die haben auch keine Wirkung oder irgendwas. Das ist wirklich reiner Schmuck, der halt irgendwie hübsch aussieht und verkauft wird. Ja. Diamant-Silberring. Okay. Okay, gut. Ja. Kann man ja mal irgendwann gucken. Jetzt heißt es erstmal Fischstäbchen machen. Nochmal Fischstäbchen machen. Ich möchte Fischstäbchen kochen. Ofen. Ofen, 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 Ofen. Da sind die Fischstäbchen. Komplifisch. Ja Gott, dann machen wir mal drei mit Komplifisch. Warum nicht? Nee, Komplifisch geht weg. Und wird zum Häsling. Genau. Ja, hallo. Zwei. Habe ich noch andere Fischis? Klische, ja? Nee. Hallo. Och, Kompli. Gibt's doch nicht. Aal? Hab ich auch. Jawohl. Das ist doof. Hering habe ich nicht, okay. Sardine habe ich nicht. Anderes Viehzeug. Warte. Karpfen habe ich auch nicht. Glasaugenbarsch habe ich auch nicht. Maifisch habe ich auch nicht. Was ist das? Thunfisch aber auch nicht. Was haben wir denn hier noch? Ein Wels vielleicht? Nee, ich habe gar nichts mehr von euch. Schnapper. Höhlendingsbums. Schnellfisch? Nö. Und fertig. Hallo. Bitterfisch. Och komm. Kärpfling? Auch nicht. Killifisch. Seezunge. Oh. Stimmt. Ne. Nix mehr da. Okay. Das ist blöd geworden. Also das fand ich am Anfang besser, wo die einfach alle gezeigt haben, die man hat und gut ist. Jetzt musst du dich hier durchquetschen, ob du irgendwas von dem Zeug hast. Dabei weißt du eigentlich schon, dass du davon nichts hast. So, was bist du für einer? Ein Seebarsch auch nicht, nee. Okay, hier. Und das war's. Ja, komm. Das war's. Also mehr Fisch gibt's gerade nicht. Dann lass uns noch mal unten gucken. Was haben wir hier? Glaskugeltrank. Das Ding und das Ding. So, was können wir denn jetzt hier noch machen? Echt zu doof. Rekord-Dingsbums-Tank. Okay. Abmarsch. Und ab geht's ins Bettchen. Gute Nacht. Ja, die schlafen. Oh, ich muss mich mal zurechtrutschen. Und mal wieder auf die Uhr gucken. Ah ja, alles gut. Schöne Zeit. Schluck trinken. Kleine Dinge anziehen. Noch 3 Tage. Sehr schön. Und noch 3 Tage Temposchub. Sehr gut. Dann wollen wir mal schauen.
Ist jetzt der Kram hier fertig? Jawohl. Einmal da und einmal da. Ich setze jetzt auch da erstmal nichts Neues auf, weil wir eh so wenig haben an Zutaten. Da warten wir auch mal noch ein bisschen. Ich muss jetzt erstmal den ganzen anderen Krempel machen. So. Haben wir denn wieder neuen Honig hier? Nee, leider nicht. Wann ist denn der fertig? Müsste eigentlich auch bald fertig sein. Mietz, Mietz, wie geht's? Lass uns mal lieb haben. Oh. Ach, dieses Schnurren ist echt zu schön. So. Wenn ich mit dir losgegangen wäre abends, dann hätte ich auf jeden Fall noch ein paar Fische mehr gehabt. So, Marty. Hahn, lass mal gucken, wie es dir so geht. Ja. Das ist fein. Und Flügelspiel. Auch lieb haben. Ja. Zack. Herrlich. Gut. Dann tschüss. Hallo du. Meh. Ach, sie sehen aber auch einfach putzig aus, die Tiere hier. Das muss man denen einfach lassen. Voll hübsch gemacht. Ihr seid einfach goldig. Jo. So, das war's dann auch schon wieder. Tiere sind versorgt. Dann gucken wir mal. Hier ist nichts mehr. Wir gehen hier mal kurz drüber wetzen. Ja, ich sag's ja, hier ist nichts. Auch kein Unkraut und nichts. Ist einfach nur. Hier kann man ja nichts mehr finden, weil ja hier jetzt das Gewächshaus ist. Also. Naja, mal sehen. Ist das schon fertig? Nein. Okay, gut. Haben wir hier noch irgendwo was? Nein, 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 nein. Hier ist nichts. Okay, wir haben 8 Uhr. Okay, dann gucken wir nochmal. Hopp. Gehen wir da mal hin. Jo. Gucken wir mal, ob wir hier noch was finden. Irgendwie. Das fliegt nach Timbuktu. Ah, ja. Okay. Jetzt hoffe ich wirklich, dass wir Perlen beim Francis kriegen. Und dann wirklich Perlenstaub draus machen können, dass wir dann endlich diese dusseligen Teile holen können, um hier das Gerät zu machen. Ehrlich, das ist echt ein bisschen... Na gut. Wir kriegen das alles hin. Keine Bange. Und dann müssen wir mal wieder ganz viel angeln, ganz viele Fischstäbchen backen. Damit wir wieder ein bisschen was an Geld verdienen können. Oder ich muss wirklich mal gucken, ob sich das lohnen würde, wenn ich Schmuck herstelle und den bei Francis verkaufe. Das weiß ich halt. Ich habe das ja nie probiert, aber irgendwie denke ich immer, dass es nicht so lohnend ist. Vielleicht irre ich mich da aber auch komplett. Manchmal muss man Dinge einfach ausprobieren. Naja, so. Naja. Ich weiß gar nicht, ob ich für dieses Silber-Dingsbums-Tralala Barren brauche oder ob das Erz reicht. Da muss ich dann auch noch mal gucken gehen. Naja, wir werden sehen.
Ich müsste mich dann auch mal drum kümmern. Ich meine, wir haben ja jetzt wirklich schon einiges an Rezepten freigeschaltet, dass ich dann mal gucke, was ich für die Leute, die einzelnen, auch mal noch kochen kann. Vor allem halt für die, deren Freundschaftslevel noch nicht so besonders hoch ist. Ich meine, manche haben wir ja wirklich schon als beste Freunde, aber manche halt nicht. Und dass man sich um die vielleicht dann auch noch mal explizit kümmert. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So, komm, bis da vorne machen wir noch. Noch ein paar Dinger behalten. Uhu. Da. Oh, da die Waldfee. Ah, jetzt haben wir es endlich. Jawohl, es war der Rubin, der gefehlt hatte. Okay, na also. Sehr schön, dann gehen wir jetzt auch raus. Und gehen gucken, dass wir bei Francis vorbeigehen, solange der hoffentlich auch auf hat. Bin gespannt. Lalalala. Raus hier. Aber wenigstens haben wir jetzt Ebene 18 auch fertig. Na gut, dann wollen wir doch mal schauen. Hi, Natalia hat schon mal offen. Das ist gut. Falls wir Barren brauchen. Hier ist auch offen. So, Francis, ich brauche ganz dringend was von dir. Ja, wir können auch reden. Hi, Francis. Oh, wie hübsch die sind. Hm. Danke. Es sind zueinander passende Eheringe für Angus und mich. Ah, ich habe ewig an ihnen gearbeitet. Und heute Morgen hat er gesagt, er wolle keinen Ehering tragen. Was? Hat etwas davon gesagt, dass er Angst habe, ihn im Teig zu verlieren oder sich am Ofen zu verbrennen. Ich gebe mir alle Mühe, nicht erschüttert zu sein, aber keine Chance. Vielleicht kann er ihn anders tragen? Wie wäre es, wenn er ihn einfach zur Arbeit abnimmt? Also die Bedenken, dass er sich verbrennen könnte oder dass er irgendwie Angst hat, das kann ich ja schon irgendwie nachvollziehen. Aber vielleicht kann man ihn dann anders tragen. Das ist doch eigentlich, wenn man nicht am Finger, weil, ne, vielleicht eher an der Kette oder so. Ja, komm, das ist eine Idee. Vielleicht könnt ihr ihn anders tragen, damit er ihn nicht verliert, zum Beispiel an einer Halskette. Das ist eine total kitschige Idee. Aber Angus ist ein bisschen kitschig. Also könnte es ihm gefallen. Danke, Tara. Wenn ich ehrlich zu mir bin, habe ich wohl nur Angst, weil ich versuche, irgendwie eine neue Familie aus uns beiden zusammenzuschustern. Und vielleicht irgendwann Kinder zu haben, sollte ich Angus hier davon überzeugen können. Ich habe mich mit meiner Familie verkracht, also habe ich jetzt nur noch ihn. Warum habt ihr euch eigentlich verkracht? Haben sie Angus nicht gemocht? Nein, keineswegs, sie lieben ihn. Es ist sogar so, dass Angus mich überreden wollte, mich wieder mit ihnen zu versöhnen. Aber ich weiß nicht, ob ich meinem Bruder vergeben kann, was er getan hat. Aber das ist es, was ich an Angus liebe, weißt du? Er versucht immer, das Gute im Menschen zu sehen. Wenn er nicht gerade auf Hexenjagd ist, ja. Meistens jedenfalls. Okay, jetzt sind wir auch beste Freunde. Juhu. Gut, dann lass uns doch mal gucken, was du alles hast. Er hat tatsächlich Perlen. Er hat Perlen. Gut, wie viele brauche ich? Ich glaube, 7 waren es, ne? Oh, 10. Dankeschön. Oh, wir haben Perlen. Achso, warte mal. Ich wollte was gucken. Moment. Wenn ich das hier kaufen würde, würden die Sachen so viel kosten. Okay.
Warte mal, was kann ich denn verkaufen? Was würde ich denn dafür kriegen? Ja, das weiß man dann nicht, siehste? Das ist so der Haken, das weiß man nicht. Und ich muss noch bei ihm noch 2 Sterne freischalten. Es könnte sich also schon lohnen, ne? Ja gut, gucken wir mal. Aber ich danke dir erstmal dafür, dass ich das Zeug jetzt hab. Das bedeutet, wir werden das jetzt in Angriff nehmen. Sehr schön. Abmarsch nach Ravenwood Hollow und wehe, wenn ich dann irgendwelche dusseligen Silberbarren brauche. Und nicht nur den Perlenstaub und das Zeug. Ich hoffe, ich habe dann eigentlich alles. Oh Gott, bitte, bitte, lass mich jetzt alles haben. Perlenstaub. Wir brauchen hier Perlenstaub. Moment, Perlenstaub ist da. Jo. Das sind 4 Perlenstaub. Ja, dann müssen wir nochmal. 5? Wie viel Perlenstaub habe ich jetzt? Braucht man mehrere Perlen für Staub? Moment. D-d-d-d-d-d-d. 61 davon. Ja, also Barren habe ich auch mehr als genug. Das ist. Wo habe ich denn den Perlenstaub? Wo ist er? Kuckuck. Ah, hier habe ich was. Nee, das ist Zucker. Jetzt habe ich Zucker mit Perlenstaub verwechselt. Das ist auch gut, ja. Guck mal hier. 26 Kokosnüsse. Und der liebt doch Kokosnuss, unser Kai. Ich kann es ihm nicht geben. So eine Frechheit auch. Mehl haben wir, das ist Kalzium. Ich habe keinen Perlenstaub. Oder zumindest finde ich den gerade nicht. Oder ich habe ihn übersehen. Das kann es natürlich auch sein. Seidenfaden. Ich habe so viel Seidenfaden, aber die kann ich gar nicht verkaufen. Mensch, doof. Da ist Perlenstaub. Ich habe nur 5 Stück. Das reicht nicht. Ich muss nochmal Perle kaufen. Auf, nochmal zurück. Oh Gott. Dann holen wir nochmal so 10. Ich glaube, ich habe eben alle Perlen verbraucht. Und ich weiß, ich brauche mindestens noch 7-mal Perlenstaub. Sonst kriege ich die 10 von den Silberdrahtdinger nicht voll. Also, bitte nochmal das Ganze. Tut mir leid, dass ich dir jetzt die ganzen Perlen abknöpfe. Aber so ist das halt. So. Lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Gut, dass ich so viel Geld hatte. Ich kann auch demnächst mal wieder hier ein paar Sachen verkaufen. Bei Natalia die Bergen und so. Oder, ja, da kann man einiges wieder an Geld reinholen. Aber ich will jetzt endlich dieses Ding reparieren und da damit mal fertig werden. Das kann ja wohl nicht angehen. So. Perlenstaub. Zack. Hey. Dü-dü-dü. Und wehe, wenn C4 jetzt nicht auf hat. Komm, hopp's rüber. Eieieiei. Dann wäre ich echt böse. C4, bitte, bitte sei lieb und hab auf. Juhu, du. So, kann ich jetzt. Was muss ich dafür machen noch? Dann hast du Edelsteinsucher repariert. Nee, noch nicht. Okay. Ich brauche das da. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich habe jetzt alles. Ach, Leute, es ist fürchterlich. Aber wir machen das jetzt. Ich habe mir das fest vorgenommen. Das wird jetzt gemacht. So. Hier jetzt rein. Nee. Hier. Stufe 18 hatte ich dir in Angriff genommen. So. Dann lass uns mal da hingehen. Nee, 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 nee. Komm, wo bist du? Da irgendwo war es doch. Das ist es nicht, nee. Wo ist das Ding? Ah, da. Jetzt! Juhu!
wir haben es endlich. Der Edelsteinsucher ist repariert und wir haben... könnten jetzt aktivieren. Aktiviere den Edelsteinsucher, um auf dieser Ebene einen Edelstein zu entdecken. Nach der Aktivierung funkeln Steine, die Edelsteine enthalten. Na, mach mal. Ah, hier, direkt, okay. Ja, dann gucken wir gleich mal, ob das auch funktioniert. Ja, prima. Gut, also der hier sucht uns diese Dinger. Wunderbar. Dann sagen wir jetzt C4 Bescheid. Wir haben es geschafft, endlich. Oh Gott, bin ich glücklich. Wieder was erledigt. So, komm mal raus hier. Ist ja ein Chaos. Sule. Schnell nochmal zurück. Juhu, wir haben repariert. Wir haben repariert. Ja. Ich hab's geschafft, endlich. Sorry, dass das so lang gedauert hat. Und, hast du schon einen Edelsteinsucher repariert? Ja, und einen Edelstein gefunden habe ich auch. Er hat nämlich tatsächlich funktioniert. Ha, das wusste ich doch. Leider funktionieren sie nur auf der Ebene der Mine, auf der sie sich befinden. Wenn du noch weitere reparieren willst, kann ich dir jederzeit mehr verzauberten Silberdraht verkaufen. Okay, alles klar, aber brauchen wir nicht. Ganz ehrlich, brauchen wir nicht. Angeblich habt ihr eine neue Hexe im Zirkel. Muss so komisch sein, plötzlich rauszufinden, dass man zaubern kann. Wir Goblins können uns allmählich an diese Vorstellung gewöhnen. Okay. So, warte mal, bei dir habe ich... Bei dir kann ich nur den Kram kaufen. Ja. Das kann ich noch nicht. Nee, dann... braucht's noch was, okay. Alles klar, dann mach's mal gut. Da müsste ich erstmal wieder ein paar Dinger von machen. Oh, Shelby ist hier. Warte kurz. Shelby, hallo. Gut, dass du da bist. Hey, Parker hat also Giver beschuldigt und was jetzt? Am besten drücken wir die Daumen, dass diese Hexenjäger richtig schlecht im Jagen von Hexen sind. Wir können Parker freisetzen und dieses ganze Chaos vielleicht endlich aus der Welt schaffen. Jo, dann zeig doch mal, was du alles hast. So, mehr brauche ich nicht. Dankeschön. Oh, sie spielt Backgammon! Halleluja! Sicher jetzt erst! Da ist ein Backgammon-Spiel aufgebaut. Das wäre noch geil, wenn es so Sachen in einem Spiel gibt und man dann wirklich mit den Charakteren hier zum Bleistift, also zum Beispiel hier, wirklich Backgammon spielen könnte. Das wäre echt genial, ja. Ich beneide Lina nicht. Sie musste mehr Last tragen als viele ihrer Vorfahren, die Hohepriester und Priesterinnen waren. Und wie viele von denen hast du kennengelernt? Jeden der Dals, die auf dem Friedhof von Fairhaven ruhen, habe ich gekannt. Das tut mir schon beim Gedanken daran der Kopf weh. Oh je. Ja. So, was hätte ich denn heute gerne noch mitgenommen? Dann nehmen wir noch Petersilchen mit und Koriander. Ich weiß zwar nie genau, wofür ich das brauche, aber hier die Sachen brauchen wir auf jeden Fall immer. Blümchen sind wichtig. So, gut. Perfekt. Dankeschön. Das war's. Dann waren wir jetzt wieder schön einkaufen und, ja. Könnten jetzt, was könnte man jetzt noch machen? Warte mal. Wer wollte denn das haben? Violet. Wenn ich angel, kriege ich halt wirklich mehr Geld für die Fischstäbchen. Das ist das Problem. Na komm. Ich will den großen Fisch. Wenn ich schon Kaulbarsch da reinschmeiß, muss ich auch wieder was Größeres rauskriegen. Danke. Ja, Glasaugenbarsch. Ey, guck, da haben wir einen. Ach ja, was machen wir jetzt noch?
werden. Nee, ich will wieder den Großen, wenn es geht. Danke, danke. Laufen wir drüben noch ein bisschen rum. Hacken noch mal ein bisschen Holz. Barsch. Ui, ein beliebter Fisch beim Sportfischen, der in der Nähe der Farm zu finden ist. Ein seltener Fang, verkaufe ihn am Bruno oder verwende ihn zum Kochen. Also einen Barsch hatten wir auch noch nicht. Schau an, schau an. Sehr gut, sehr gut. So, ah, hier gibt es wieder neue Rezepte zu finden. Sehr gut. Machen wir doch direkt mal. Geld. Geld ist auch immer schön. Zack. Oh, guck mal, Otto steht da hinten. Ob der auch angeln möchte? Ich bezweifle das ja irgendwie. Ja, komm schon. Also, Tannenzapfen, ich nehme dich gerne mit. So ist es nicht. Ja, nochmal einen Haufen Münzen. Hi, Otto. Du hast was über dem Kopf schweben. Soll ich mit dir reden? Was gibt's denn? Hey, Otto, ich hätte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Was pflückst du denn da? Normalerweise lässt du mich doch's doch machen. Ich hab nur, das Wetter war so schön, da hab ich... Okay, na gut, ich pflücke Blumen für meinen Vater. Bald ist der Geburtstag meiner Mutter. Seit ihrem Tod ist mein Vater nicht mehr derselbe. Der Bergpass war ihr Lieblingsort. Da habe ich mir gedacht, vielleicht würden Papa ein paar Blumen von ihr fallen. Ich dachte, dein Vater wäre dir peinlich. Ich kann dazu zu diesem Zeitpunkt nichts sagen. Was ich sagen kann, ist, dass ich seine Fähigkeit, seine Gefühle zu zeigen, bewundere. Ich würde meine Gefühle lieber nicht so zeigen. Weil ich der Bürgermeister bin natürlich. Das würde sich irgendwie nicht geziemen. Auch Bürgermeister haben Gefühle. Besuche die Bar. Jo, meinst du, kipp dir einen hinter die Binde, dann kannst du die Gefühle besser zeigen. Nee, also ich finde auch Bürgermeister haben Gefühle. Warum denn bitte nicht? Wäre es nicht besser, als sie hätten keine? Nun gut, ich habe genug Blumen für einen kleinen Strauß. Ich sollte jetzt gehen. Ich darf keine Zeit verschwenden. Aber zuerst ein Gefühl, dass ich auch als Bürgermeister zu teilen bereit bin. Ich bin dankbar für alles, was du für Fairhaven geleistet hast, Terra. Na, das hört man selten. Wow, Otto. Gern geschehen. Und weg ist er. Ja. Auch ein Bürgermeister hat Gefühle und wir sind Freunde geworden. Na, schau an. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Da geschehen noch Wunder. Yep. Und im Moment beißen auch immer brav die richtigen Fische an. Sehr schön. Also haben wir eine Regenbogenforelle. Fein. Sehr gut, sehr gut. So, was kommt als nächstes? Ah, noch mal der eine. Jetzt muss ich gucken, dass ich den richtigen Fisch schnappe. Nee, das dachte ich mir. Hat zu viel Glück. Komm, lass los. Yep. Und dann haben wir einen Lachs. Jawohl, Lachs ist auch was Feines. So, gibt's hier hinten noch irgendwas zum Fummeln, zum Sehen, außer Tannenzapfen? Ja, nichts Interessantes. Wie viel Uhr ist denn eigentlich? Ah ja, ich habe noch immer auf entspannt stehen, stimmt. Ich finde entspannte Tage echt gut. Da kann man einfach auch am meisten erledigen. Ist doch so. Ich meine, gut, wenn es eh nichts zu tun gibt, großartig, okay. Aber, ja. Haben wir hier was Größeres rumschwimmen? Ich sehe nichts. Doch, ich glaube, ja, da ist auch was, was größer aussieht. Weist mal eine an, bitte. Ja. Ich glaube, das war der Große. Jawohl! Sehr schön, sehr schön. Das ist so gespiegelt hier, da sehe ich überhaupt nichts. Ein Hecht, wow. Ich habe ein Hecht gefunden. So, mal gucken, wie es Giva geht. Ist die schon... Will sie schon vom Bergpass springen? Na, alles gut bei dir? Tut mir jetzt echt leid, dass du hier festsitzt, Giva. Es tut dir leid? Das muss es nicht. Dies ist der Traum einer Forscherin. Sollte die Fähre nie wieder repariert werden, kann ich meine Geräte nicht zurückgeben. Dann werde ich ewig weiter Daten sammeln. Es sei denn, ich werde als Hexe verbrannt, natürlich, ne? Schrecklich aufregend.
Oh, Gimmer, du bist einfach gut. Ja. Ja, so ist das. Gut, was müssen wir jetzt noch machen? Ich muss noch mal gucken. Wir haben nur noch das und das. Tö. Das heißt, ich könnte jetzt. Wartet mal. Wieder auf normal umschalten. Das ist eine gute Idee. Weil wir jetzt wirklich nicht mehr viel zu tun haben. Vielleicht noch mal ein bisschen am Meer angeln. Und langsam Richtung, nach Richtung Wald gehen. Ja, das wäre doch eine Idee. Okay, wenn du das Erste bist, was anbeißt, bitteschön. Was haben wir denn jetzt wieder gefunden? Ein Rezept. Und zwar Pakokinja Erdnussrollen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wow, eben haben aber Mietzes Augen richtig schön geleuchtet. Habt ihr das gesehen? Fand ich ja toll. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, wir müssen ja eh wieder runter und Blumen gießen und all so ein Zeug. Und ja, mal gucken. Die sitzen alle da und noch nichts. Halt, ich hänge fest, weil ich wieder gegen die Felsen renne. Hier ist nix. Moment. Ich sag, hier ist nix. Das stimmt ja mal gar nicht, ne? Wobei, doch, irgendwie. Hallo, wo sind die Fische hin? Die Fische haben sich versteckt. Die wissen, dass ich auf der Jagd bin. Guck mal, hier ist kein Fischzeichen. Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Hier vielleicht? Hallo, ich will angeln. Sehr schön, wenigstens ein Fisch sagt noch Hallo. Komm, beiß mal an. Jawohl. Was haben wir denn da? Ja. Eine Seezunge. Den Fisch vielleicht mal wieder. Ah, ich nehme das, was zuerst beißt. Das dauert das alles einfach viel zu lang. Und für Fischstäbchen reichen die kleinen ja auch. Eine Sardine, siehst du? Gut. Und dann hier noch. Ach, nicht schon wieder eine Flasche. Ehrlich. Da ist halt, genau. Juhu. Klische. Oh, da war noch mehr. Kann ich hier zweimal angeln? Was ist denn jetzt kaputt? Was habe ich sonst aber eigentlich auch? Nicht normal angelt man, dann sind die Fische weg. Ah, ich sag nicht nein. Also, ich freue mich. Dankeschön. So, und ein Tintenfisch. Ja, den kann man auch immer gut gebrauchen. So, hier gibt es ein Kleinvieh. Ach, wie ich dieses Angelspiel liebe, Leute. Das ist manchmal wirklich, wünschte ich mir, in jedem Spiel wäre das Angelspiel so easy. Ja. Wenn ich dran denke, wie ich mir immer bei Potion Permit einen abgezappelt habe. Okay, wir können nicht mehr angeln. Wir sind wieder out of order. Na gut. Das war ein Muschelschale. Ja, fein. Endlich mal wieder was gefunden. So, wir sind auf dem Weg in den Wald. Okay. Ist ja auch schon spät. Und hör mal auf, irgendwo gegen die Sachen zu rennen, Mädel. Ich habe schon wieder keine Ahnung, wie viel Uhr wir eigentlich haben. Ganz schlimm. Oh, Natalia hat heute Wachdienst. Hi. Ich gehe nur eine Runde spazieren. Sonst mache ich hier nichts, ne? Wir gehen aber jetzt erstmal rüber und gucken, dass da auch wirklich alles in Ordnung ist.
gerade nichts anderes zu tun. Nee. Gut, dann machen wir schnell unsere Runde. Gießen unser Zeug. Gucken nach den Zapfteilen da. Oh Gott. Aber ich glaube nicht, dass die schon fertig sind, wenn ich mich recht erinnere. Hm. Ja, du bist völlig entkräftet. Ist ja gut. Mädel, ist ja gut. Was könnten wir denn essen? Komm, wir nehmen eine Blaubeerpastete. Oh, die macht aber ganz schön satt. Egal. Dann mach. Können wir im Notfall auf dem Rückweg nochmal angeln. Aber besser so als andersrum. So. Komm mit. Süß. Schnell unseren Kram erledigt kriegen und dann ist gut. Dahin. Wollkraut und Eisenhut sammeln. Da genau. Für die nächste Runde Dingsbums, was auch immer. Ups. Lass los! Hey! Wo ist der Eisenhut? Ah, da. Hinter dem Grünzeug. Ich hab ihn glatt übersehen. Ich dachte schon, jetzt gibt's noch nicht mal einmal am Tag wieder meinen Eisenhut hier. Geht ja wohl gar nicht. So, komm her, Komplifisch. Im Notfall wirst du zu Fischstäbchen verarbeitet, wenn ich gar nicht so viel Essenz der Freude brauche. Kann man die eigentlich auch verkaufen? Müsste ich mal gucken. Hackberry, Essenz der Freude oder sowas? Mal gucken. Jetzt lass dich doch nicht so lange bitten, Mensch. Du bist ja auch ein störriger Fisch. Schwimmst da 50 Mal um meine arme Angel rum. Bis du endlich mal denkst, anzubeißen. Ja, ja, ja. Ich hab doch nicht ewig Zeit. Wir sind hier immer in Eile. Auch wenn man das auf entspannt spielen kann. Sind wir immer in Eile. So, dann lass uns mal schnell schauen, ob unsere... Ah, jetzt müssen wir jetzt hier wieder durchkämpfen. Komm, laus. Lauf. Laus. Lauf, laus, laus, die Lauf. Ha, und? Wie lange braucht ihr noch? Noch 6 Tage. Nee. Echt nicht, oder? Erstellung abbrechen? Nein, 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 nein. Nee, nee, nee. Können wir, wir können nicht, ich komme da nicht raus, okay. Also wir können das auch nicht verschnellern. Das ist echt ein Problem, oder? Gut, das muss wirklich alles 6 Tage noch. Naja, dann. Gehen wir wieder zurück, komm. Das dauert ja noch. Also okay, ich denke mal, wenn ich von Anfang an dieses Schnellwuchszeug dabei gehabt hätte, hätte man das verkürzen können. So kriegen wir zwar jetzt mehr raus, weil ich ja wenigstens bessere Ernte kriege, aber wir müssen halt wirklich 6 Tage warten. Das ist schon heftig. So, hat noch irgendwer irgendwas Spezielles zum Erzählen? Oder haben wir jetzt alles gemacht, was für heute wichtig war? Ich glaube ja. So, ich muss mal ganz kurz was gucken. Ich glaube, meine Zeit ist auch schon wieder um. Das glaube ich jetzt einfach mal so. Ja, dem ist auch so. Das heißt, wir fliegen jetzt ganz schnell nach Hause. Wir fliegen mal wieder nach Hause. Ja. Legen uns ins Bettchen, damit ich den Part beenden kann. Ach Gott, das geht aber auch immer so schnell, wenn man sich amüsiert und wenn man Spaß hat. Na gut. So ist das. Nee, hier will ich nicht rein. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte hier nochmal gucken, ob ich irgendwas in die Kessel packen kann. Jo. Okay. Da braucht es wieder das. Warte. Hab ich? Ja. Hab ich. Juhu! Machen wir das auch nochmal. Schmeißen wir hier nochmal Dings rein.
So. Und hier kommt wieder unser Glaskugeltrank rein, damit wir demnächst auch wieder weiter gucken können, was die Leute so mögen. Und dann heißt es ab in die Haya. Und dann war es das auch schon wieder von mir. Ja, wir sind müde. Gute Nacht. Bye, bye. Gut, ich hoffe trotzdem, dass euch der Part gefallen hat bis hierhin und dass ihr auch gespannt seid, so wie ich, wie es im nächsten weitergeht. Dann haben wir wieder Sonntag, wie man sieht. Das heißt, wir gehen wieder Oma am Grab besuchen, stellen wieder Blümchen hin und so und müssen halt einfach gucken, was sonst noch auf uns zukommt. Also, das sehen wir dann aber im nächsten Part. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.